Ein paar Tage lang hatte es am Südpol so stark gestürmt, dass niemand freiwillig sein Heim verließ. Deshalb hatte Robby, der Seehund, Pingu schon seit Urzeiten, wie ihm schien, nicht mehr gesehen. Aber heute scheint die Sonne und Robby freut sich darauf, mit Pingu wieder einmal umhertollen zu können. Seit einer Weile schon spielt er in der Nähe von Pingus Iglu. Ha, da kommt Pingu mit seinem Schulranzen. Hoch erfreut rennt er auf Robby zu. Endlich, Robby! Hallo, Pingu! Ich hab schon geglaubt, du machst einen exotischen Winterschlaf, weil du so lange nicht aufgekreuzt bist. Bei dem Wetter bin ich selber lieber daheim geblieben. Sag, was machen wir heute? Musst du für Mama einkaufen gehen mit der großen Tasche auf deinem Rücken? Einkaufen? Du bist gut, mein Lieber. Heute habe ich doch Schule. Oh. Erst morgen ist schulfrei. Bist du ganz sicher, Pingu? Na also, Robby, wenn du schon zur Schule gehen würdest, wüsstest du, dass man solche Dinge niemals vergisst. Oh, ja, ich beneide dich, Pingu. Du darfst schon zur Schule gehen. Zum Glück ist es bei mir im Herbst endlich auch soweit. Das siehst du. Wie ich mich darauf freue. Sag, Pingu, könntest du mich heute nicht einmal mitnehmen? Ich muss doch wissen, was man in der Schule alles macht. Nein, zuschauen darf man nur am Besuchertag. Das ist auch nichts für dich. Warum denn nicht, Pingu? Weil das ist nur für Eltern. Da kommen Mütter, Tanten, Großmütter und Großtanten. Wie langweilig. Nein, das klingt schlimmer, als es ist. Du, aber jetzt muss ich flitzen. Sonst komme ich noch zu spät. Tschüss, Robby. Holst du mich von der Schule ab? Warte doch auf mich. Ich begleite dich wenigstens zur Schule. Wer von uns ist schneller dort? Na los. Schon rutscht Robby auf dem Bauch einen Hang hinunter. Dann nimmt Pingu schnell seinen Ranzen ab und schlittert Robby nach. Darf ich den Schulranzen ein Stück weit tragen? Na klar, danke. Jetzt tue ich mir hier auf den Rücken. Aha. Ja, ja. Steht dir gar nicht schlecht, Robby. Nicht? Du siehst schon bedeutend gescheiter aus damit, muss ich sagen. Hab ich denn das überhaupt nötig? Naja, also was die Schule anbetrifft, finde ich schon. Schließlich bin ich bald in der 2. Klasse. Und das soll ein Fortschritt sein? Wenn ich erstklassig werde, bist du ja 2. Da geht's mit dir schon wieder bergab. Als die beiden ins Klassenzimmer kommen, ist noch niemand da. Na los, komm, Robby. Ich zeig dir noch schnell meinen Platz. Also, der Lehrer steht meist vorne bei der Tafel da. Ne? Und ich sitze hier hinten. Und das ist kein schlechter Platz, muss ich sagen. Robby, verschwinde! Der Lehrer ist da! Wenn das der Lehrer nur nicht merkt, sonst setzt es etwas. Wie von Pingu befohlen, ist Robby verschwunden. In einem großen Wasserloch, das der Lehrer neben dem Schulzimmer ins Eis gepickelt hat. Der Lehrer hat Robby zum Glück nicht bemerkt, denn er wirft gerade einen langen, strafenden Blick auf Ping und Guppy, die beim allerletzten Klingeln der Glocke in ihre Schulbänke gerutscht sind. Gerade mal wieder Glück gehabt, ihr beiden. Dass ihr auch immer so lange rumtrödeln müsst auf dem Weg zur Schule. Nehmt euch ein Beispiel an Pingu. Der ist wirklich immer ganz pünktlich da. Pingu nickt und setzt sich vor Stolze noch etwas aufrechter hin. Bitte entschuldigen Sie uns, wir... Schon recht, Guppy, aber jetzt wollen wir den Unterricht beginnen. Zuerst haben wir Naturkunde. In dieser Stunde lernen wir die Tiere kennen, die bei uns im Wasser leben. Deshalb habe ich dort neben Pingus Bank ein Eisloch gegraben, wo jeder von euch hinabtauchen... Nein, nur das nicht! Klasse! Super! ...darf, um zu sehen, ob er da unten einen Meeresbewohner erspähen kann. Psst, meint der Lehrer mich? Bleib doch da unten, aber mach ja keinen Quatsch! Wer will zuerst tauchen? Ich! Bitte! Bitte ich! Nur nicht so stürmisch, es kommen alle dran! Und wie soll das nur gut gehen mit Robby dort unten? Für diese Stunde sehe ich schwärzer als schwarz. Der Lehrer hat nur gerade Pingus letztes Wort mitbekommen.
Nein, Pingu, du brauchst dich nicht zu fürchten. Das Wasser ist an dieser Stelle nicht sehr tief. Daher kann man gut etwas sehen. Aber erst soll Guppi mal runtertauchen. Schon kurz darauf taucht Guppi ohne zu schreien wieder auf. Pingu ist etwas erleichtert. Anscheinend hat sich Robby gut benommen. Was hast du alles gesehen, Guppi? Einen großen, schönen, glänzenden Fisch. Guppi scheint keine guten Augen zu haben. Gut, Guppi. Du darfst den Fisch an die Wandtafel zeichnen. Schön, Guppi. Jetzt darf Ping hinuntertauchen und dann, was die gesehen hat, an die Tafel zeichnen. Grinse doch nicht so blöde, Pingu. Was soll denn das sein, Ping? Ein angefressener Fisch? Ja, Guppi wollte sich vorhin nur wichtig machen und hat geschwindelt. Da unten ist kein schöner, glänzender Fisch. Nur dieser hier. Sieht aus, als ob er frisch angeknabbert wäre. Das ist aber eigenartig. Was stimmt wohl? Pingu, schau du mal nach. Ich hab Halsweh und Husten. Da kann ich doch nicht ins kalte Wasser tauchen, sonst... Nur kurz runtertauchen schadet dir ganz sicher nicht, Pingu. Bitte schau nach, was da unten wirklich ist. Ja, aber ich kann nichts dafür, wenn etwas Dummes passiert. Wegen dem kleinen bisschen Husten wirst du wohl nicht krank werden, Pingu. Leider hat Pingus Hustenanfall den Lehrer völlig kalt gelassen. Darum versucht er es jetzt anders, den Tauchgang zu vermeiden. Ich weiß, was da unten los ist. Wollen Sie es sehen? Gar nicht schlecht, wie Pingu Robby imitiert. Aber anscheinend nur für diejenigen, die Robby kennen. Was soll denn das sein, Pingu? Zeichne es an die Tafel, bitte. Ein Seehund. Einen Seehund habe ich in dieser Gegend noch nie gesehen. Doch, doch, ganz sicher. Warten Sie nur, ich beweise es Ihnen. Pingu nimmt schnell seinen Pausenfisch aus dem Schulranzen und hält ihn ans Eisloch. Robby! Robby, komm raus! Robby! Robby, bleib doch hier! Hallo miteinander, da bin ich. Schön, endlich wieder an der frischen Luft zu sein. Tatsächlich, Pingu. Du hast recht gehabt. Oh, ist der aber niedlich. Hast du etwa meinen schönen Fisch gefressen? Ja, das tut mir leid. Ich kann aber nichts dafür, dass ich ständig hungrig bin. Wie kommst du hierher? Jetzt gebe ich schon seit Jahrzehnten Unterricht, aber... Ich wohne auch nicht hier. Aber Pingu ist mein bester Freund. Und ich habe ihn heute zur Schule begleitet, damit ich im Herbst weiß, wie das ist. Dann darf ich auch zur Schule gehen. Das ist ja wunderbar. Sag, Robby, jetzt, wo du schon hier bist, möchtest du auch in unserer Schulstunde mitmachen? Oh, ja, das ist doch toll. So, jetzt passt aber alle miteinander wieder auf. Seehunde verbringen einen großen Teil ihres Lebens unter Wasser. Deshalb hat Robby es auch so lange da unten ausgehalten. Jetzt schicken wir Robby nochmals hinunter. Vielleicht findet er ein paar Tiere und kann sie uns hochbringen. Ihr fangt auf! Da kommt schon das erste Exemplar! Und es gibt noch viel mehr Tiere da unten! Und da ist Nummer zwei! Fang, Ping! Oh, Yummy! Glitschig. Guppi, den darfst du dem Lehrer bringen. Der Lehrer hat noch nicht einmal den ersten Fisch an der Wandtafel richtig befestigt, damit ihn alle gut sehen können. Da bringt ihm Guppi den Aal, vor dem sich Ping so geekelt hat.
Halt, halt, Robby. Bald ist an der Wandtafel kein Platz mehr. Tauch noch ein letztes Mal unter, dann darfst du dich wieder etwas ausruhen. Ich bin doch noch gar nicht müde. Das glaube ich dir aufs Wort. Aber wenn du heute bei uns lernst, auch ein wenig still zu sitzen, dann kannst du es schon, wenn du im Herbst in die Schule kommst. Pingu, wie gefällt dir der? Nein, danke. Der zwackt. Du brauchst ihn nur richtig zu halten, so wie ich. Dann tut er dir nicht. Stolz robbt Robby nach vorne und stellt sich neben die Wandtafel hin. Klasse hast du das gemacht, Robby. Besten Dank. Nun wollen wir aber wissen, was du uns alles aus dem Wasser gebracht hast. Gubi, wie heißt dieses Tier? Kitty. Das hat Ping doch gesagt. Ist es vielleicht eine Wasserschlange? Der Lehrer zeigt mit dem Stock auf den Aal, aber die arme Guppi hat keine Ahnung, was das ist. Dafür ist Pingu beinahe am Verzweifeln. Er meldet sich dauernd. Doch der Lehrer scheint ihn gar nicht zu sehen. Ja. Nein, Guppi, das ist keine Schlange. Ping, weißt du, was es ist? Ich glaube, es ist ein Aal. Gut, Ping. Aale sind auch Fische mit Kiemen und Flossen und völlig harmlose dazu. Aber weil sie sehr lang und dünn sind und sich flink im Wasser bewegen, verwechselt man sie leider oft mit Wasserschlangen. Was ist das hier für ein Fisch? Der Lehrer zeigt auf einen Fisch, der fast breiter als lang ist. Wieder meldet sich Pingu, aber der Lehrer fragt zuerst Guppi. Ja! Das ist ein Plattfisch! Richtig, Guppi. Die eigentümliche Familie der Plattfische sah vor Urzeiten auch einmal wie die gewöhnlichen Fische aus. Aber dann haben sie sich darauf ausgerichtet, ihre Nahrung nur am Boden eines Gewässers zu suchen. Dabei hätte ein dicker Bauch nur gestört. Deshalb haben sie sich ganz langsam immer mehr verändert und heute sehen sie beinahe aus wie Fische, die unter eine Dampfwalze geraten sind. So, nun bist du an der Reihe, Pingu. Was ist das hier? Ein Krebs, ein ganz gefährliches Tier. Ja, es ist ein Krebs, aber eine ganz besondere Art. Was für einer ist es genau? Das ist ein... Komm nach vorne und schau ihn dir genau an, Pingu. Ich weiß es, ich doch auch. Glücklicherweise hat der Lehrer nicht gemerkt, dass Robby schnell mit Kreide den Namen an die Wandtafel gekritzelt und dann gleich wieder weggewischt hatte. Kuh. Ja. Richtig, Pingu. Du darfst dich wieder setzen. Jetzt nehmt ihr alle euer Naturkundeheft hervor und zeichnet die Tiere, die ihr heute etwas näher kennengelernt habt, hinein. Robby, du kannst dich, nachdem du die Tiere wieder ins Wasser zurückgebracht hast, in Pingos Schulbank setzen. Seid ihr alle fertig geworden? Ja, Robby, komm wieder mal, was ihr alles gemacht habt. Das ist super geworden. Sehr schön. Dann werde ich euch nach der Pause eine spannende Geschichte vorlesen. Und ich finde, weil Robby in der ersten Stunde so fleißig gewesen ist, darf er auch noch mithören. Hey, na toll, Robby. Na, das